Bis 1995 war ich immer befasst mit Kindern, die Auffälligkeiten hatten, wie heute auch, aber der Hintergrund der Auffälligkeiten war ein völlig anderer als heute. Das heißt, alle Kinder, die mir bis 95 begegnet sind, waren psychisch gesehen auf dem Entwicklungsstand ihres Alters. Das heißt, sie waren mit 3 Jahren wie selbstverständlich kindergartenreif, haben erkannt, ich bin in einem Kindergarten, da ist eine Erzieherin, die hat was zu sagen. Mit 6 Jahren grundschulreif, die wollten in die Schule gehen, waren lernwillig und mit 16 Jahren ausbildungsreif. Wir leben in einem Land, wo wir heute schon mehr als 50% Schulabgänger haben, die nicht mehr im herkömmlichen Sinne arbeitsreif sind. Es fehlen ihnen sogenannte Soft Skills, Arbeitshaltung, Sinn für Pünktlichkeit, Erkennen von Strukturen und Abläufen. Sie können nicht ausreichend priorisieren, also feststellen, welcher Reiz der wichtige ist. Wenn das Handy geht, ist das wichtiger als der Kunde, der vor Ihnen steht. Und Sie können über viele Dinge, die Sie in der Schule gelernt haben, nicht angemessen verfügen. Ich bin ja mittlerweile im deutschsprachigen Raum international unterwegs, werde von auch großen Firmen eingeladen, zum Beispiel vor 1,5 Jahren in Linz von der Firma Voest Alpin, das ist der größte Stahlkonzern Österreichs. Sie haben 10.000 Mitarbeiter allein in Linz, 450 Auszubildende unterschiedlicher Gewerke mit fantastischen Ausbildungsstätten, die ich mir angeschaut habe, und die laden mich ein. Und da sitzen dann 200 Manager, auch aus der Top-Etage, und Ausbilder, weil sie sich Sorgen machen. Sie sagen, wir haben Sorge, dass wir bald die Ausbildungsplätze nicht mehr besetzen können, weil die Bewerber, die zu uns kommen, nicht mehr die Voraussetzungen mit sich bringen. Die Auszubildenden aus der Stadt Linz, die bilden wir aus, aber viele von ihnen können wir trotz Ausbildung nicht in den Betrieb übernehmen. Die aus der ländlichen Region, die übernehmen wir gerne. Und die vom Bauernhof, die schicken wir auf einen Europavergleich, die holen uns den Pokal. Sie sehen hier schon den Zusammenhang. Je bodenständiger der Erwachsene, in dem Fall die Eltern, desto gelungener die Entwicklung. Also geht es heute auch sehr um uns Erwachsene. Und Sie werden hören, seit 95, seit Mitte der 90er sind für die Auffälligkeiten der Kinder gesellschaftliche Veränderungen verantwortlich. Das heißt, Grundsatz, wenn Kinder auffällig sind, dann liegt es immer am System, System Familie, heute liegt es am System Gesellschaft. Und zu mir kommen in die Praxis nur engagierte Eltern, die bewusst ihre Kinder haben, alles für ihre Kinder getan haben. Diese Kinder sind bestens erzogen und trotzdem auffällig. Also müssen die Eltern, die zu mir kommen, ihnen unbewusste Blockaden in sich tragen. 80% von dem, was wir tun, ist unbewusst. Meine Aufgabe ist, diese Blockaden herauszuarbeiten. Also ich mache keine konkrete Beratung der Eltern, wie sie mit ihren Kindern umgehen müssen. Das wäre auch überflüssig, weil sie es können. Das heißt, die Menschen, die zu mir kommen, die Eltern, die zu mir kommen, können jeden Tag mit Menschen umgehen, haben oft wichtige Positionen, auch Positionen, in denen sie viele Menschen auch führen, aber haben Probleme mit ihrem eigenen Kind. Und der Hintergrund war früher immer die Lebensgeschichte der Eltern. Also wenn man sich als Kind nicht ausreichend anerkannt gefühlt hat, ist die Gefahr groß, dass man diese Problematik unbewusst auf eines seiner Kinder überträgt. Oder wir nehmen die gemeinsame Lebensgeschichte, nehmen wir eine schwierige Geburt und jemand sagt, hoffentlich geht's gut, ist die Gefahr groß, dass Eltern unbewusst ihr Kind in eine Behinderung erziehen. Seit 95 sind es gesellschaftliche Hintergründe, die dazu führen, dass die Eltern mit ihren Kindern nicht zurechtkommen. Und das erklärt auch, warum wir 1995 2 auffällige Kinder pro Klasse hatten. Und das dreht sich jetzt im Grundschulbereich fast ins Gegenteil um. Sie werden hören, wir Erwachsenen verkraften die digitale Revolution nicht. Zumindest heute nicht. Ich spreche nicht gegen eine digitale Revolution, das wäre ja auch Blödsinn. Es geht nicht darum, sie zu verteufeln, sondern ich werde Ihnen darstellen, wie unsere Psyche darauf reagiert. Ich werde Ihnen darstellen, wo die Stellschrauben sind und was wir tun können, dass wir auch in dieser digitalen Zeit, in der wir heute leben,
psychisch quasi gut zurechtkommen, ich will nicht sagen überleben, sondern gut zurechtkommen mit einer hohen Lebensqualität, denn sie werden von mir hören, als erstes habe ich festgestellt, dass sich die Kinder verändert haben, seit 2008 der Erwachsene. Und da sehen Sie im Stadtbild, wenn Sie in die Gesichter schauen, gehetzt, genervt, gereizt, depressiv. Und wenn Sie jemanden haben, der strahlt und entspannt ist, denken Sie schon, der hat Drogen genommen. Aber da ich bin jeden Tag mit Menschen natürlich befasst, mit der Psyche von Menschen befasst, werde ich Ihnen auch sagen, wo die Stellschrauben sind und wie wir gegenwirken können. Denn in diesem Zustand, in dem sich die meisten Erwachsenen heute befinden, hat man keine Lebensqualität. Man rattert durch den Tag und letztendlich auf den Tod zu. Und das bekommt unseren Kindern schon gar nicht. Zunächst einmal die Frage, womit bin ich befasst? Ich bin befasst mit der Psyche und hier haben wir ein ganz großes Problem. Psyche kann man nicht sehen. Es gibt auch bis heute keine Verfahren, wie man Psyche sichtbar machen könnte, sondern es gibt nur Einschätzungen von Fachleuten, wenn es um psychische Auffälligkeiten geht und die wiederum arbeiten mit Modellvorstellungen von Psyche. Ich werde Ihnen nachher das tiefenpsychologische Modell darstellen. Ich bin von der fachlichen Richtung her analytisch tiefenpsychologisch orientiert. Also daher auch die Vorstellung, dass Störungen immer im Zusammenhang zu sehen sind mit den Eltern oder mit der Gesellschaft. Deshalb ist es so, wenn Sie ein auffälliges Kind haben und Sie gehen zu 10 Fachleuten, können Sie 10 verschiedene Antworten bekommen. Ich gebe Ihnen meine. Diese Antwort ist erwachsen aus der täglichen Arbeit. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann zum Gesellschaftsanalytiker werde, bin ich aber automatisch durch die Arbeit geworden. Das heißt, ich werde Ihnen vieles rückblickend darstellen, aber mein Ansatz ist nicht, eine Gesellschaft zu analysieren, sondern ich sehe die Kinder von den Kindern her, wenn sie Auffälligkeiten haben, die Frage, wie sie zuzuordnen sind, dann die Frage, was machen die Eltern falsch? Woran liegt es, dass die Eltern blockiert sind? Und da heute gesellschaftliche Veränderungen dafür verantwortlich sind, ist es zum Massenphänomen geworden. Also was bewirkt letztendlich das digitale Zeitalter bei uns und wie wirkt es sich auf die Kinder aus? Diese Psyche, von der ich spreche, die emotionale und soziale Psyche, ist das Wichtigste, was wir Menschen brauchen, ist wichtiger als lesen, schreiben, rechnen zu können, umfasst alle zwischenmenschlichen Leistungen und alle, die vor 95 groß geworden sind, verfügen wie selbstverständlich über diese Psyche. Sie haben die gleiche wie ich. Auch Sie können 8 Stunden arbeiten gehen, Sie können Ihre Gefühle einschätzen und steuern, Sie können Gefühle anderer einschätzen und viele Dinge mehr. Also wenn ich jetzt hier vortrage, ist im Augenblick völlig egal, ob ich Hunger habe, ob ich Durst habe, ob ich müde bin, ob ich Lust habe, dass ich aufgeregt bin, wie ich hergekommen bin, was ich alles heute erlebt habe. Alle Impulse, die derzeitig in mir sind, muss meine Psyche zur Seite drängen. Und das schafft einen Riesenapparat, die emotionale, soziale Psyche, die im Gehirn sitzt und diese Psyche bildet sich in den ersten 20 Lebensjahren, aber nur dann, wenn die Erwachsenen alles richtig machen. Da die Erwachsenen heute fatal alles falsch machen, haben wir immer mehr Kinder betroffen, bei denen sich diese Psyche nicht bilden kann. Unsere Psyche hat 2 Bereiche. Der eine ist der psychischer Funktionen. Also die wichtigste, die Frustrationstoleranz, ein Fachbegriff, die Fähigkeiten, Frustrationen auszuhalten. Also wir können zum Beispiel arbeiten gehen, obwohl die Sonne scheint. Gewissensinstanz, Erkennen von, ja ist nicht selbstverständlich, Erkennen von Strukturen und Abläufen und viele Dinge mehr. Grundsatz, psychische Funktionen bilden sich nicht von alleine, sondern nur dann, wenn ich sie dem Kind von klein auf altersangemessen abverlange und einübe. Nehmen wir die Frustrationstoleranz. Es gibt auf dieser Welt, egal in welcher Kultur, keinen Säugling, der eine hätte.
Wenn ein Säugling Hunger hat und schreit, muss man sich unmittelbar ihm zuwenden und ihn sättigen. Wenn sie das nicht tun, würden sie weltweit in jeder Kultur die gleiche Störung auslösen. Das Urvertrauen kann sich nicht bilden. Und dieses Kind wird hochwahrscheinlich sein Leben lang nicht beziehungsfähig werden können. Aber jedes Kind wäre in der Lage, mit 8, 9 Monaten zu warten. Mitte der 90er ruhte der Erwachsene in sich. Kinder wurden als Kinder gesehen wie selbstverständlich. Und wenn wir in uns ruhen, verfügen wir über unsere Intuition. Es ist angelegt, mit Menschen umzugehen. Es ist angelegt, mit Kindern umzugehen. Und wenn ein Säugling schreit und Sie lassen ihn schreien, bekommen Sie, da können Sie machen, was Sie wollen, eine Schweißattacke. Aber mit 8, 9 Monaten hat man das Gefühl, es ist jetzt gut, der kann auch mal warten. Und die Mutter, die in sich ruht, würde aus dem Bauchgefühl heraus das Kind warten lassen. Diese Leistung ist nicht zu erbringen über den Kopf. Es gibt Kinder, die können mit 8 Monaten warten, andere mit 9, in der einen Situation 1 Minute, in der anderen Situation 2 Minuten. Es geht nur über die Intuition. Und nur wenn man ein Kind ab dann auch warten lässt, mal warten lässt, auch aushalten lässt, würde sich eine Frustrationstoleranz bilden. Der zweite Bereich unserer Psyche ist noch wichtiger geworden, um die Problematiken von heute zu verstehen, ist der des Weltbildes. Wir haben das gleiche Weltbild, wir haben die Vorstellung, wir seien Individuen im Rahmen einer Gesellschaft. Es gibt andere Weltbilder, nehmen wir als Beispiel den arabischen Raum. Wenn wir uns dort aufhalten würden, würden wir immer von unserem Weltbild ausgehend denken und argumentieren und die andere von ihrem. Das heißt, ein wichtiger Grundsatz, wenn die Weltbilder nicht übereinstimmen, ist die Kommunikation gestört. Kinder haben andere Weltbilder. Diese Weltbilder haben etwas damit zu tun, wie sich ihnen die Welt erschließt. Also ein Säugling erlebt ja, wenn er schreit, dass die Brust kommt und hat von daher aus tiefenpsychologischer Sicht die Vorstellung, die Welt besteht nur aus Brust. Ich meine, ist ja auch ein schönes Weltbild. Und durch Krabbeln und Laufen entstehen weitere Weltbilder. Die Frage, die sich des Weiteren stellt, ist, wie kann man überhaupt Psyche von Kindern beurteilen. Sie können diese Psyche nicht beurteilen von Symptomen ausgehend. Sie können nicht sagen, das Kind lügt, also hat es die und die Störung. Sie können nicht ausgehen von den Aussagen des Kindes oder Jugendlichen und Sie können auch nicht ausgehen von den Aussagen der Eltern. Nein. Psyche ist nur zu beurteilen durch genaue Beobachtung. Und ich habe seit über 30 Jahren gleiche Abläufe. Ich habe das gleiche Erstinterview wie vor 30 Jahren in Wortwahl und Reihenfolgen, habe also Standardsituationen geschaffen. Und wenn Kinder in dem bis dahin mir bekannten Verhalten abgewichen sind, habe ich herausgearbeitet, wie das im Einklang zu sehen ist mit ihrer Psyche. Und ich bin Arzt, wir reden dann von Psychenstörung. Und dazu gibt es einen Grundsatz. Alle Störungen des Erwachsenenalters bis auf die Psychose, die einzige schwere psychische Erkrankung, gibt es auch als Durchgangsphase in der Kindheit. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass Sie in einem bestimmten Alter die Idee hatten, beim Zebrastreifen immer auf die weißen Flächen zu treten. Jetzt kombiniere ich das mit magischem Denken. Wenn ich das schaffe bei Grün, ist die Klassenarbeit gut geschrieben. Das sind natürlich keine Zwänge, sondern zwangsähnliche Verhaltensweisen. Ich stelle Ihnen jetzt den wichtigen Grundsatz der Psychoanalyse dar, wie sich unsere Psyche bildet. Und die Psychoanalyse hat begonnen mit Freud, der eine geniale Hypothese hatte, nämlich, dass Störungen des Erwachsenenalters vielleicht auf die Kindheit zurückzuführen sein könnten. Bis dahin hatte man andere Hypothesen, zum Beispiel die der Säfte, Blutader lassen, was man alles versucht hat. Und dann hat man im letzten Jahrhundert über Jahrzehnte Kinder beobachtet und hat
aus diesen wahnsinnig vielen Kindern, die man beobachtet hat, eine exzellente Verhaltensbeobachtung gemacht und festgestellt, dass Kinder, obwohl sie unterschiedlich sind, aus unterschiedlichen Elternhäusern kommen, unterschiedliche Anlagen haben, sich in bestimmten Altersstufen gleich verhalten. Und aus dieser exzellenten Erkenntnis heraus haben namhafte Psychoanalytiker Modelle entwickelt, wie unsere Psyche entsteht, die emotionale und soziale Psyche. Und dieses Wissen war bis 90 wichtig natürlich für Psychoanalytiker, interessant für Pädagogen, wäre heute unabdingbar, um die Problematiken zu verstehen. Ich freue mich sehr, mit dem Buch SOS Kinderseele das, was ich Ihnen jetzt darstelle, auch veröffentlichen zu können. Ich habe mich damals entschieden, ich war in Österreich, da kam dann die Idee auf, in Kindergärten Cafés einzurichten und noch viele andere Dinge mehr. Und das war für mich der Punkt zu sagen, es muss mehr Fachlichkeit hier rein, mehr Wissen rein, damit man die Hintergründe versteht. Und auch wenn es hier heute um die Auszubildenden geht, ist dieses Wissen, was ich Ihnen jetzt darstelle, das entscheidende Wissen, um nachher Ihnen auch darzustellen, was zu tun ist, wie wir gegenwirken können. Die emotionale und soziale Psyche beginnt mit der Geburt, mit der Wahrnehmung des Säuglings, außerhalb von mir existiert noch eine Welt. Ein Säugling kann nur wahrnehmen, angenehm, unangenehm. Also ich werde gewickelt, ist unangenehm, die Mutter kuschelt mit mir, ist angenehm. Durch Krabbeln und Laufen die Entdeckung des Raumes. Ein Kind würde einen Stuhl immer wieder in eine Wand reinschieben und durch die Erfahrung, dass da Schluss ist, werden irgendwann Wände als Wände erkannt. 10 bis 16 Monate würde das Kind unterscheiden lernen aus der Erfahrung heraus zwischen Mensch und Gegenstand. Also ein kleines Kind bei mir im Raum, ich habe auf dem Schrank so ein Kuscheltier liegen, würde versuchen, das selbst runterzuholen. Da stehen die ganz Kleinen da, ausgestreckte Arme, ist noch einen Meter dazwischen. Sind sie was älter, holen sich einen Stuhl und klettern hoch. Und wenn sich das Kind entwickelt, würde es mit 18 Monaten spätestens die Mama bitten, den Hund runterzuholen. Also eine Erkenntniserweiterung, Unterschied, Gegenstand, Mensch. Ich wollte Ihnen zwei Beispiele aus der Praxis darstellen. Das werde ich aber, nachdem ich die Pyramide Ihnen dargestellt habe, nachholen. Das können Sie dann auch besser zuordnen. Alle Kinder und Jugendlichen, die heute zu mir kommen, bleiben auf der Stufe 10 bis 16 Monate stehen. Sie werden das im Laufe des Vortrages nachvollziehen können. Das heißt, alle Leistungen, die ich Ihnen jetzt darstelle, haben die Kinder und Jugendlichen, die heute zu mir kommen, nicht drauf. 20 Monate erkennen fremde Umgebung zur gewohnten Umgebung. Also ein Kind früher hätte mit 20 Monaten bei der Mutter gestanden. Sicherheit. Fremder Mann, fremde Umgebung, was passiert denn hier? Weit aufgerissene Augen. Das Kind hätte dann vorsichtig den Raum mit den Augen erobert, irgendwann real. Und hätte ich gesagt, stopp, wäre das Kind zur Mama Sicherheit zurückgelaufen, hätte sich möglicherweise hinter ihr versteckt. Mit 2 Jahren Erkenntnis, es gibt Menschen, die sind größer als ich, stärker als ich, die sind mir unheimlich, Jugendliche. Mit 2,5 Jahren der ganz große Sprung, beschrieben von Piaget, die Selbstbildung ist abgeschlossen. Jetzt kommt es zur Erkenntnis, ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Jetzt erkenne ich Vater, Mutter, Erzieherin und an den Reaktionen der Erwachsenen orientiere ich mich und entwickle ich mich. Hast du gut gemacht, will ich nicht haben, sodass ein 5-Jähriger sehr klar weiß, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. Und ein 5-Jähriger würde gerne für die Mama jeden Auftrag erledigen, deckt den Tisch, dann springt er schon und leistet das so gut er es leisten kann. Und wenn sie ihn loben, strahlt er. Kindergartenalter, das Erlernen unter anderem von Strukturen, Abläufen, Regeln. Meine Damen und Herren, das werden Sie mehrfach hören, es geht nur an der Person.
Das heißt, wir reden von emotionaler, sozialer Psyche. Die kann sich nur an mir bilden, weil es alles zwischenmenschliche Leistungen sind. Wenn das der Fall ist, dann sehen Sie es daran, ein Fünfjähriger, wenn Sie einen Ablauf abends haben, Abendessen, Zimmer aufräumen, waschen, Bett, Sie vertauschen das, moniert er das, aber nicht, weil er die Mama kritisieren will. Nein, es gibt ihm Halt und Sicherheit. Auf dieser Stufe der Entwicklung kommt jetzt automatisch ein Interesse an Kulturtechnik. Ich will lesen, schreiben, rechnen lernen, nicht ich muss. Klar erkenne ich eine Lehrerin, führe Aufträge aus, kann 4 Stunden am Stuhl sitzen bleiben, mache viele Dinge, zu denen ich keine Lust habe, üben Hausaufgaben für die Lehrerin. Frau Schmitz ist das Gesetz. Da träumen heute die Lehrer von. Mit 8 Jahren geht die Wahrnehmung in Richtung Gesellschaft. Wie funktioniert eine Bank, eine Post, eine Bäckerei? Wissen heute viele Heranwachsende nicht mehr. 10 Jahre weiterführende Schule. Spaß haben am Forschen, Entdecken. Physik, Chemie, Bio. Geschichte, Rückwärtsdenken. Es gab schon mal Menschen vor uns. Geografie, ein Querdenken. Andere Denkweisen, Kulturen, Lebensweisen. 11, 12 Jahre Festigung von Freundschaften. Vorher sind es eher Verabredungen und wenn wir bei mir spielen, spielen wir das, was ich für richtig halte. Ansonsten bist du nicht mehr mein Freund. Jetzt Spaß haben am Freund, das Spiel gerät in den Hintergrund. 14 Jahre Erkenntnis, andere haben Schwachpunkte, somit die Klassenkameraden und die Lehrer, die ehemals gefürchtete Klasse 7, 8, heute sind alle Klassen gefürchtet. Mit 15 Jahren die Erkenntnis, meine Eltern haben Schwachpunkte, die sind gar nicht so toll, wie ich dachte, muss jeder durch, der Kinder hat. Und mit 16 Jahren die Erkenntnis, ich habe selbst Schwachpunkte. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt das Letzte obendrauf, das zukunftsorientierte Denken. Ich möchte später so und so leben, das und das werden. Jetzt setzt das Erwachsenendenken quasi ein und erst jetzt geht der Schüler für sich in die Schule. Vorher für die Lehrerin, für die Eltern. Das heißt, die emotionale Psyche ist wie eine Pyramide auf den Kopf gestellt. Die Wahrnehmung geht immer weiter. Die Kinder heute bleiben unten in der Spitze stehen. Das heißt, der Grundsatz, den Laien nicht kennen, ist der: Entwicklungsalter zieht nach sich, wie ich die Welt sehe, zieht nach sich, wie ich mich verhalte. Also ein Fünfjähriger benimmt sich nicht im Restaurant, weil er erzogen ist. Nein, weil er wahrnimmt, ich bin in einer fremden Umgebung, ich bin in einer besonderen Umgebung und ich möchte die anderen Menschen nicht stören. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir uns im Restaurant benehmen. Ein 3-jähriges Kind würde beginnend Aufträge ausführen, nicht aus Gehorsam, völliger Blödsinn. Aus Erkennen, es ist die Mama und die hat was zu sagen. Ein 4-Jähriger würde auch abwägen, ich mache das besser, sonst gibt's Ärger. Und ein 5-Jähriger ist so weit tief beziehungsfähig, der würde jeden Auftrag gerne und gleich erledigen, wenn sie ihn loben, strahlt er. Das heißt, ein ganz wichtiger Grundsatz, das Entwicklungsalter psychisch entscheidet, wie ich die Welt sehe, entscheidet, wie ich mich verhalte. Jetzt die versprochenen 2 Beispiele. Ein 15-Jähriger, wenn Sie ihn sehen würden, Sie wären völlig begeistert, freundlich, zuvorkommend, offen im Kontakt, ein guter Gymnasiast. Und wenn Sie ihn sehen, können Sie sich nicht vorstellen, dass er seine Mutter regelmäßig auch aufs Ordinärste beschimpft, und zwar immer dann, wenn er das nicht bekommt, was er haben will. Anlass zu mir zu kommen war, dass er an einem Sonntagvormittag in Berlin in einem Wohngebiet in einen Baumarkt eingestiegen ist. Nimmt noch seinen 11-jährigen Bruder mit, pitcht den Maschendrahtzaun auf und wundert sich, dass nach kurzer Zeit die Polizei da steht. Was wollte er? Eine Kettensäge klauen. Warum eine Kettensäge? Der Motor seines Karts ist kaputt gegangen, der Kettensäge eignet sich, also klaue ich eine Kettensäge. Können Sie sagen, das geht doch gar nicht. Der junge Mann ist bestens erzogen, ja.
aber er hat kein Unrechtsbewusstsein. Das heißt, der weiß, dass man nicht in einen Baumarkt einsteigen sollte. Wenn er aber eine Kettensäge braucht, tut er es. Dann können Sie sagen, ja, der ist doch intelligent. Ja, aber er kann einfachste Zusammenhänge gar nicht erkennen. Der kann gar nicht sehen, dass Sie heute gar nicht mehr in einen Baumarkt reinkommen. Da gibt es Alarmanlagen. Dass man am helllichten Tag gesehen werden könnte und jemand auf die Idee kommt, die Polizei zu rufen. Dass der Aufwand in keinem Verhältnis steht zum Ergebnis. Und er verfügt auch nicht über eine Empathie. Er sieht gar nicht, dass er seinen 11-jährigen Bruder in Schwierigkeiten bringt. Und als er vor mir saß, wusste er gar nicht, was er bei mir sollte. Er klärt sich über einen Reifegrad von nur 10 bis 16 Monaten. Ein weiteres Beispiel, typisches Beispiel für Eltern der heutigen Zeit, ein 15-Jähriger auch, der war schon 3 Monate nicht in der Schule. Die Eltern kommen sehr aufgeregt zu mir, finden Sie heraus, was in der Schule vorgefallen ist, machen Sie mit ihm Therapie, dass er wieder in die Schule geht. Den 15-Jährigen gefragt nach seinem Tagesablauf, steht er gegen 17, 18 Uhr auf, chattet die Nacht durch und am nächsten Tag, wenn die Eltern, und das sind vernünftige Leute, arbeiten gehen, legt er sich ins Bett und schläft. Die Eltern gefragt, warum sie den Computer nicht wegnehmen, war die erste Antwort, den braucht er für die Schule, in die er nicht geht. Als ich insistierte, den hatte er selbst verdient, den können wir ihm nicht wegnehmen. In Wirklichkeit ist es so, diese Eltern sind unbewusst in eine Symbiose gerutscht. Das Kind ist ein Teil ihrer selbst, wie der eigene Arm. Und wenn sie den Computer abbauen und der Jugendliche mault, dann haben sie quasi Armschmerzen, was sie nicht aushalten können. Das Hoffnungsvolle ist, nur ein Aufklärungsgespräch, dass die Eltern in der Symbiose sind, wie man da rauskommt. Innerhalb von 6 bis 8 Wochen sind sie da raus. Ohne eine Beratung meinerseits bauen Sie den Computer ab und es interessiert Sie nicht mehr, wie der Jugendliche darauf reagiert. Das heißt, alles, was ich darstelle, ist lösbar, sonst würde ich hier nicht stehen. Und die Beratungen in meiner Praxis sind im Allgemeinen 5 Termine in 1,5 Jahren. Deshalb kommen auch viele weit angereist. Das ist alles möglich, innerhalb von 1,5 Jahren das Kind auf den Entwicklungsstand seines Alters zu bringen und die Problematik ist gelöst. Ich beschreibe Ihnen jetzt erst einmal was ich noch sagen wollte. Ich habe im Augenblick allein bei mir 34, ich habe jetzt aber aufgehört zu zählen, Schüler, die nicht mehr in die Schule gehen. Es sind auch Grundschüler. Es nimmt enorm zu. Ich hatte früher in 3 Jahren einen, da lag es an einer psychischen Erkrankung eines Elternteiles. 2010 hatte ich 2 bis 3, jetzt diese hohe Anzahl. Und es ist immer die gleiche Problematik. Die Kinder geben dann an, sie haben Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, werden gemobbt und die Eltern können nichts machen, außer dass sie hoffen, dass über eine Therapie das Kind dann irgendwas doch in die Schule geht. Ich beschreibe Ihnen jetzt mal, wie sich die Kinder früher verhalten haben zu heute. Das sind eklatante Veränderungen. Und zwar, wenn Sie jetzt immer diese Pyramide noch seitlich quasi sehen, dann können Sie es zuordnen, wenn ich früher in einen Warteraum gegangen bin, in meinen Warteraum, dann hat ein 3-jähriges Kind schon erkannt, ich bin in einer fremden Umgebung, jetzt kommt ein fremder Mann rein, meine Eltern stehen auf und grüßen den und dieses Kind hat den Reiz, in dem es war, verlassen. Also wenn die gespielt haben, die standen auf, haben förmlich die Spielsachen fallen gelassen, haben sich neben die Eltern Sicherheit gestellt. Ein Kind mit 5 Jahren hat angemessen zu den Eltern gegrüßt. Ich sehe die Kinder am Anfang alleine, die Kinder sind problemlos mitgekommen. Ich lasse die Kinder vorgehen, Kinder bis zum 8. Lebensjahr waren häufig so ein bisschen flotter drauf, die musste man schon mal abbremsen. Und im Raum haben diese Kinder den zugewiesenen Stuhl problemlos eingenommen. In der Interviewsituation waren die Kinder verhalten. Die haben erstmal abgewartet. Fremder Mann, fremde Umgebung, was passiert denn jetzt hier? Und haben nach kurzer Zeit gesehen, dass die Fragen, die ich stelle, locker zu beantworten sind oder waren. Und diese Kinder sind dann aufgeblüht. Diese Kinder waren schwingungsfähig.
Wenn ich nach Weihnachtsgeschenken gefragt habe oder nach Freundschaften, war das Gefühl, was sie damit verbunden haben, im Raum. Diese Kinder waren auch begeisterungsfähig. Wenn ich einen Fünfjährigen gefragt habe, kannst du schon zählen, dann saß er da erwartungsvoll, wenn ich gesagt habe, leg los, der wurde von Zahl zu Zahl größer. Und wenn ich nach dem Vorstellungsgrund gefragt habe, waren die Kinder verhalten, zum Teil sogar beschämt. Und ich musste aufzählen, warum man mich aufsucht und dann haben sie gesagt, das Problem habe ich auch. Wenn ich heute in den Warteraum gehe, übrigens die Eltern sind gleichbleibend freundlich geblieben, ich meine, es ist ja auch schon mal die halbe Miete, werde ich von den Kindern nicht mehr registriert. Wir haben auch 12-Jährige, die spielen am Boden mit Kindergartenspielzeug oder sitzen auf einer Schaukelente, das ist denen auch nicht peinlich. Hat mit Intelligenz übrigens nichts zu tun, das machen die Gymnasiasten auch. Und wenn ich nach dem Kind frage, schauen die kurz auf, spielen weiter. Beschreibung, eine Begrüßung ist nicht möglich. Wenn ich die Kinder bitte mitzukommen, dauert das mittlerweile so lange, dass ich gar nicht mehr im Wachtraum verbleibe, sondern nebenan in der Anmeldung. Die spielen noch eine Sequenz weiter oder tun so, als würden sie aufräumen. Beschreibung, sie lassen mich warten. Ich lasse die Kinder vorgehen, heute gehen 60% der Kinder und Jugendlichen betont langsam. Beschreibung, sie bestimmen mich im Tempo. Wenn ich im Raum den Stuhl weise, meine Damen und Herren, seit Jahren zeige ich ja alles, nimm bitte Platz rechts am Stuhl vom Schreibtisch, landet ein Drittel links und ich muss sagen, nicht da, sondern hier. Ein Drittel bleibt neben dem Stuhl stehen, fragt, meinen Sie diesen? Dann muss ich sagen, dieser und ein Drittel bleibt stehen. Können Sie das ganze Erstinterview machen, bis ich zum wiederholten Male sage, nimm doch bitte Platz. In der Interviewsituation begegnen mir zwei Gruppen von Kindern, entweder Kinder, die wesentlich älter wirken, als sie alt sind. Sie haben wie so eine RTL-Interviewsituation. Die stehen mit mir auf einer Stufe, stellen sich inhaltlich über die Eltern, über die Lehrer. Und die andere Gruppe wirkt wesentlich jünger, als sie alt ist, zum Teil wie unvermögend. Diese Kinder sind nicht schwingungsfähig. Wenn ich nach den Sommerferien frage, was hast du erlebt, kam früher immer das Highlight der Familienurlaub. Heute können sie sich bestenfalls an gestern erinnern und die häufigste Antwort ist, wir waren einkaufen oder ich habe Fernsehen geschaut. Es geht nur um das Thema Kriegen, Kriegen, Kriegen. Wenn ich frage, warst du im Urlaub, kommt ja. Wo warst du denn gewesen? In Holland. Warst du in Holland gewesen? Ja. War es schön? Ja. Monotone Antworten. Und diese Kinder sind auch nicht begeisterungsfähig, zumindest nicht in meinem Erstinterview. Und wenn ich nach dem Vorstellungsgrund frage, weiß heute keiner, der zu mir kommt, bis zum 18. Lebensjahr hoch, warum er überhaupt zu mir kommt. Und deshalb kommt dann auch die Antwort von einem 16-Jährigen, ich wollte sowieso nicht kommen, fragen Sie die Mama. Die Eltern haben sich auch sehr verändert, nicht im Verhalten mir gegenüber, sondern in der Einschätzung des Kindes. Eine Mutter hat früher das Kind sehr klar eingeschätzt, der hört nicht, der lügt, der konzentriert sich nicht. Dann kam die Welle der Experten, der hat ein ADHS, ein ADS, eine Legasthenie, eine Dyskalkulie, eine Hochbegabung, ist in Deutschland auch zur Erkrankung geworden. Aber der Hammer, ja, der Hammer kommt noch, sind Sie autorisiert, dieses zu behandeln? Man erlebt so jeden Tag sehr viel als Kinderpsychiater, das hält einen jung. Und heute passt der Vorstellungsgrund zu dem Verhalten des Kindes nicht mehr überein. Dann sehe ich so im Erstkontakt ein Kind, das schon so ein kleiner Kracher ist, ist bei mir immer noch Ausnahme und wird dann vorgestellt, weil er eine Angststörung haben soll. Die meisten Eltern, die zu mir kommen, kommen, weil die Schule schickt. Dann frage ich, haben Sie Probleme mit Ihrem Kind? Nein, ich habe keine Probleme mit dem Kind. Ihr Kind hört nicht, dann sagen die doch. Dann sage ich aber nicht beim ersten Mal. Wenn sie sagen, deck den Tisch, kommt ja aber gleich, warum schon wieder ich, die Messe auch. Dann sagen die Eltern, da haben sie recht, deshalb komme ich aber nicht zu ihnen. Und wenn ich dann sage, naja, wenn der auf sie nicht beim ersten Mal hört, hört er auch nicht auf eine Lehrerin, kommen wir so langsam ins Geschäft. Meine Damen und Herren, ich lade Sie jetzt auf eine Metaebene ein, die der Tiefenpsychologie, die all diese Phänomene erklärt. Ich habe eine ganz große Bitte an Sie, stellen Sie jetzt Ihr Denken ein.
wenn Sie da sitzen und immer abgleichen, wenn Sie eigene Kinder haben, habe ich das so richtig gemacht? Oder Sie haben den Kracher vor Augen, dann werden Sie nie mit mir auf die Metaebene kommen. Mir wäre am liebsten, Sie hätten noch nie Kinder gesehen, Sie wüssten gar nicht, was Kinder wären, dann könnten Sie mir am besten folgen. Ich sehe das immer an den Interviews, die ich ja nun seit 2008 gebe. Die besten waren die mit Journalisten, die keine Kinder hatten oder erwachsene Kinder haben. Es kommen aber immer die mit den kleinen Kindern und dann entdecken die im Rahmen des Interviews, dass sie in der Symbiose sind. Da wird das Interview zur Eigenberatung, das mache ich ja auch. Aber das Ergebnis ist nicht gut. Also soweit es Ihnen möglich ist, nicht denken, einfach nur mitgehen, weil die Probleme auch nicht über Denken zu lösen sind, sondern über Wissen. Die erste Veränderung, die mir begegnet ist, also Sie werden immer die Linie haben, die Gesellschaft verändert sich, belastet unsere Psyche immer mehr und die Veränderungen wirken sich zunächst auf die Kinder aus und zuletzt auf uns. Die erste Veränderung Mitte der 90er. Seitdem sieht man in Deutschland nicht mehr Kinder als Kinder, sondern Kinder als Partner. Und hat die Vorstellung, überreden und begreiflich machen, könnte man erziehen. Hierbei hat man nicht berücksichtigt, dass die Psyche im Gehirn sitzt, aus Nervenzellen besteht. Und Nervenzellen arbeiten immer gleich. Sie können eine Nervenzelle nur aktivieren mit Hunderten von gleichen Durchläufen und danach müssten sie mit Tausenden von Durchläufen trainieren. Also nehmen wir das Beispiel Lesen, Schreiben. Ich schreibe dasselbe A an der Tafel wie ins Heft, mehrfach, und dann wird eine Nervenzelle aus dem Leserechtschreibzentrum, das nur Stecknadelkopf groß ist, sich bereit erklären, für das A zuständig zu sein. Diese Nervenzelle müssen Sie über 3 bis 5 Jahre trainieren, bis sie in der Lage ist, automatisiert in jeder Handschrift ein A zu erkennen. Und diese Durchlaufquote ist in der Psyche wesentlich höher. Der Hintergrund der Veränderung ist der, es gibt, wenn es um Menschenführung geht, 2 Denkweisen, 2 Führungsstile. Einmal den autoritären, ich bin 55 geboren, nur autoritäres Denken, solange du die Füße unter meinen Tisch stellst und so weiter. Und es gibt das moderne Denken, das mit den 68ern aufkam. Ein wichtiges Denken, das möglich macht, dass ich andere in Frage stellen kann, mich in Frage stellen kann. Und dass es herrscht die Vorstellung vor, dass man über begreiflich machen, dass man erstmal etwas verstehen sollte, bevor man es ausführt. Also den Begriff des Übens gibt es im modernen Denken nicht. Wir haben beide Denksysteme. Wenn wir einen Chef haben, der uns eine Anweisung erteilt, können wir ihm gegenüber angstfrei argumentieren, warum es besser wäre, es anders auszuführen. Wenn der aber sagt, ich will das so haben, leisten wir das. Beide Denksysteme. Anfang der 90er hat man das traditionelle Denken abgelegt, dem Kind gegenüber als lieblos, kalt, abweisend empfunden und bewegt sich seitdem nur noch im modernen Denken und daher die Vorstellung, es wären quasi Partner und überreden und begreiflich machen könnte man erziehen. Dieses Denken hat zunächst bei den Eltern stattgefunden und dann eben auch in Kindergarten und Grundschule. Wir haben einen in meinen Augen sehr guten Kindergarten gehabt. 1990 war es noch so, 2 Erzieherinnen auf 20 Kinder. Das hat man schon mal verändert zu Ungunsten unserer Kinder auf 1 Erzieherin, 1 Kinderpflegerin auf 25 Kinder. Aber immer gleiche Bezugsperson, gleicher Raum, gleicher Inhalt. Und das ist verändert worden, immer mehr jetzt in eine Richtung, dass in immer mehr Kindergärten die Vorstellung vorherrscht, da kommen kleine Persönlichkeiten rein, die sollen sich möglichst frei entfalten und entwickeln. Wir haben Kindergärten, da muss sich das Kind im Vorraum einloggen, in welchen Raum es geht. Wir haben Toberaum, Bastelraum, Café. Wenn es in einen anderen Raum geht, umloggen und wenn Sie Ihr Kind abholen, dann heißt es, schauen Sie auf den Lageplan, dann können Sie Ihr Kind da rausholen und ausloggen. Meine Damen und Herren, das ist eine ganz fatale Entwicklung. Warum? Kleine Kinder haben ein Gehirn, ja,
Aber salopp gesagt ist da noch nichts drin. Von daher ist das Gehirn von kleinen Kindern diffus. Ein Kind ist nicht in der Lage, eine Straße zu erkennen. Das Mäuerchen, den Hauseingang, das Türchen. Und das wird jeden Tag aufgesucht mit der Frage, funktioniert es so wie gestern? Nur wenn es so funktioniert wie gestern, kommt es zu einer inneren Beruhigung und weitere Dinge werden wahrgenommen. Und deshalb unabdingbar, je kleiner Kinder sind, desto gleicher müssen die Bezugspersonen sein, desto gleicher die Reaktion, desto gleicher der Raum, die Gruppe und der Inhalt. Wenn ich jetzt Kindern so etwas Diffuses anbiete, können sie das gar nicht aufnehmen und verarbeiten, sondern sie bleiben unentwickelt. Der zweite wichtige Punkt ist, werden sie mehrfach hören, emotionale und soziale Psyche entwickelt sich nur an mir, nur am Gegenüber, zwischenmenschliche Leistungen. Und wenn jetzt schon im Kindergarten die Erzieherin nicht mehr die Kinder auf sich bezieht, sondern sie sind auf sich gestellt, kann sich emotionale und soziale Psyche nicht bilden. Und fachlich gesehen sage ich Ihnen klipp und klar als Kinderpsychiater, das ist eine Verwahrlosung. Das ist ein Modell, das sehr gerne auch von Verwaltungen genommen wird, weil es ein Sparmodell ist. Es ist ja viel teurer, zwei Erzieherinnen einzustellen oder als von mir aus auch eine Erzieherin, eine Kinderpflegerin fest. Ich kann jetzt Teilzeitkräfte einstellen. Wenn jemand krank wird, fällt es gar nicht auf. Und im Café können wir auch die Küchenfrau nehmen, die ist preisgünstiger. Eine fatale Entwicklung. Wir haben früher im Kindergarten im letzten Jahr ein Vorschuljahr gehabt. Da haben die Kinder unter Anleitung jeden Vormittag eine Stunde gemalt, gebastelt, sonst wie, kam mit so einer Mappe nach Hause. Sie haben heute noch eine Stunde pro Woche Maximum und die können sich wieder aussuchen, was sie machen wollen. Wie gesagt, es gibt auch noch andere Kindergärten, aber die Tendenz geht in diese, die ich Ihnen beschrieben habe. Dann setzt sich das Problem fort im Bereich der Grundschule. Grundschule Nordrhein-Westfalen, wir haben schon vor vielen Jahren die Lehrer abgeschafft, wir haben keine Lehrer mehr, die Errungenschaft ist, wir haben jetzt Lernbegleiter, Coaches im Hintergrund und die Kinder sollen sich an der Lerntheke bedienen. Sie sollen selbst sich die Dinge aussuchen, möglichst viel sich selbst beibringen. Wir haben nicht mehr die Kinder ausgerichtet zum Lehrer, auf die Bezugsperson, sondern wir haben Gruppentische, vier Kinder am Tisch, bedeutet, das Gegenüber ist ein Kindergesicht, was zum Blödsinn machen verführt. Die Hälfte sitzt seitlich zur Tafel, ein Viertel mit dem Rücken, ein Viertel frontal. Sie haben einen hohen Ablenkungsgrad durch Materialien auf dem Tisch, Bilder an den Wänden, an den Fenstern, Mobiles unter der Decke, offene IKEA-Regale mit Unterrichtsmaterial und hinten eine nicht zu suchende Spiel- und Kuschelecke. Sie haben nicht mehr einen Lernaufbau, sondern eine Zettelwirtschaft. Heute hier, morgen da, übermorgen da. Wieder biete ich dem Gehirn eine Wechselhaftigkeit an. Kein Wunder, dass sie immer weniger können. Wir haben eine eklatante Absenkung des Niveaus. Kinder mussten früher 3.000 bis 4.000 Wörter richtig schreiben, vor vielen Jahren nur noch 1.000. Wie es heute ist, weiß ich nicht. Und wir leben jetzt in einem Land, wo wir uns verweigern, Kindern eine Schreibschrift beizubringen. Das heißt, wir haben sie offiziell abgeschafft. Das heißt, eine eklatante Absenkung im Niveau. Meine Damen und Herren, das ist eine fatale Entwicklung. Einmal, weil ich jetzt auch in der Schule nicht mehr den Lehrer habe, der die Kinder auf sich bezieht und emotionale und soziale Psyche bildet. Und die Grundschule, Kindergarten und Grundschule haben dazu immer maßgeblich beigetragen. Das geht nur am Gegenüber. Und das Zweite ist, wie wirkt sich das auf die Psyche des Kindes aus? Einmal, psychische Funktionen, also man hat ja jetzt die Vorstellung, über Reden begreiflich machen geht's. Das heißt, psychische Funktionen werden nicht mehr eingeübt und abverlangt. Ja, also nehmen wir das Beispiel gerade sitzen. Früher hätte man das immer wieder aufgezeigt. Heute würde man das einem Kind erklären, auch engagiert. Wenn ich das zehnmal erklärt habe, erwarte ich, dass er es jetzt begriffen hat. Und wenn nicht, dann wird er später sehen, wie er klarkommt. Das ist ja sein Rücken oder ich bin verärgert und flaume ihn dauernd an. Dann sind sie aber nicht mehr im Bereich kleinen Hirn gerade sitzen, sondern im Bereich der Zuwendung. Das heißt, mit der Vorstellung, aus kleinen Kindern schon Partner zu machen, können sich psychische Funktionen nicht mehr bilden.
Und das erklärt auch, warum Sie heute auf dem Arbeitsmarkt Heranwachsende haben, denen die fehlen oder nicht ausreichend vorhanden sind, wie Arbeitshaltung, Sinn für Pünktlichkeit und. Und das Zweite ist, der 4-5-Jährige fantasiert sich als Partner der Mutter. Ödipale Phase. Wenn Sie jetzt aus der kindlichen Fantasie eine Realität machen, fixieren Sie diese Kinder im Alter von 4-5 Jahren. Mit 4-5 Jahren denkt man magisch, verändert die Welt so, wie man die Welt braucht. Daraus resultiert das Bild, ich bin der Größte, Beste und Schönste und kann alles. Das heißt, ein 4-Jähriger kommt nach Hause, hat einen Löwen im Gebüsch gesehen, da können Sie machen, was Sie wollen, da war immer ein Löwe gewesen. Und wenn du im Winter die Handschuhe vergisst, wirst du schon sehen, was du davon hast, wenn mir die Hände abfrieren. Verbleiben die in diesem Weltbild, in diesem Denken, haben sie 3 Probleme. Erstens ein Lernleistungsproblem, das heißt, sobald Hürden kommen, sobald sich anstrengen müssen, Verweigerung und selten übertrieben ehrgeiziges Arbeiten. Das sind dann die, die möglicherweise schon im Schulalter oder im Studienalter dann Burnout kriegen. Die zweite Gruppe sozial, der zweite Bereich sozial, die bestimmen oder lassen sich bestimmen. Und in Konflikten sehen Sie nie realistisch Eigenanteile. Es sind immer die anderen schuld, die Umstände haben Schuld oder immer Sie haben an allem Schuld. Als Arzt moniere ich natürlich, dass all diese Unterrichtsmethoden, die wir haben und die auch noch kommen werden, nie untersucht werden. Das heißt, wenn ich eine Methode erfinde, da muss ich sie mit Tausenden von Patienten in einer Doppelblindstudie erstmal beweisen. Mit und ohne meine Methode und nur wenn es eine Verbesserung ist, darf ich sie auf den Markt schmeißen. Im pädagogischen Bereich hat einer eine Idee, die gießt dann mit der Gießkanne aus und dann wird sie einfach umgesetzt. Sie verzeihen mir einen Ausflug, ich bin ja kein Pädagoge, ich bin übrigens auch gar nicht befasst mit Erziehungsstilen, autoritär, laissez-faire, sonst wie, sondern nur mit der Entwicklung der Psyche. Ein Ausflug trotzdem, da sehen Sie, wie fatal das Ganze ist. Sagen wir mal, Sie wollen Tennis lernen. Es findet alles im Gehirn statt, meine Damen und Herren. Es ist völlig egal, ob Sie Tennis lernen wollen oder ob Sie die emotionale und soziale Psyche bilden wollen. Wir übertragen die Grundschulmodelle Nordrhein-Westfalen aufs Tennis. Also, wir haben jetzt Stationen, da können Sie zur Station Vorhand gehen, da auch Station Rückhand, Bewegungsablauf. Wir haben natürlich auch ein Café, wenn Sie mal Päuschen machen wollen. Und 2 Jahre, Sie sollen ja Tennisfreude behalten, ja, schlagen Sie den Ball so übers Netz, wie Sie das für richtig halten und dann fangen wir an zu trainieren. Meine Damen und Herren, ich glaube nicht, dass Sie ein guter Tennisspieler werden, es sei denn, Sie sind ein Genie. Wir brauchen, wenn wir Tennis lernen, einen Trainer, der uns sieht, der uns coacht. Falsche Beinhaltung, falsche Armhaltung, liebevoll, sonst gehen wir nicht mehr hin. Der einen Lernaufbau hat, ein halbes Jahr nur Vorhand, ein halbes Jahr nur Rückhand, eine Kombination und taktische Beratung nach Jahren. Wenn er sieht, dass wir einen falschen Bewegungsablauf drin haben, sich eine Übung einfallen lässt, wie die zu beheben ist. Die können Sie nämlich nicht rational beheben. Wenn der dann mit Ihnen diskutiert und Ihnen klar macht, dass Sie da falsch sich bewegen, verkrampfen Sie noch mehr, sondern er muss eine Idee haben, wie sich dieser Knoten im Gehirn löst. Und meine Damen und Herren, hier geht es nur um das Erlernen von Tennis. Bei unseren Kindern geht es nicht maßgeblich um das Erlernen von Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern um Bildung der emotionalen und sozialen Psyche. Und das würde nur personenzentriert gehen. Und jetzt ist die Gefahr groß, dass wir unbewusst kompensieren. Das heißt, unsere Psyche versucht immer stabil zu bleiben. Jetzt fehlt ihr was und jetzt versucht sie es auszugleichen und da bietet sich wieder das Kind an. Das heißt, es ist zur nächsten Verschiebung gekommen, dass wenn mich da draußen keiner führt, soll mich mein Kind führen. Also früher hätte eine Mutter sehr klar entschieden, du setzt dich da an den Tisch, malst ein Bild, ich bin nebenan im Gespräch, dann kam die Frage, was möchtest du denn? Wenn mich da draußen keiner liebt, soll mich wenigstens mein Kind lieben und wenn mir keiner sagt, ob ich gut oder schlecht bin, ist jetzt mein Kind mit seinem Verhalten Beweis dafür, dass ich gut bin, so unter dem Motto, wenn der in der Schule klarkommt, kommt sozial klar, bin ich eine gute Mutter, ansonsten eine schlechte. Hierbei schneidet man immer schlecht ab, weil sich jedes Kind auch mal daneben benimmt. Aber es kommt jetzt zur Machtumkehr.
Der Erwachsene wird bedürftig, rutscht quasi wie in die Kinderposition, und das Kind soll die Bedürfnisse erfüllen, rutscht quasi in die Ersatzelternposition. In dieser sogenannten Projektion sind sehr viele Erwachsene, ja zum Beispiel die Großelterngeneration, zum Teil eine Katastrophe für mich als Kinderpsychiater geworden. Also eine Oma, die mag es auch heute noch geben, die hat den Enkel verwöhnt, das Lieblingsessen gekocht, aber ihm klar Dinge abverlangt. Du wäschst dir die Hände, du bleibst am Tisch sitzen. Eine Oma, die geliebt werden will, kann das dem Enkel nicht mehr abverlangen, weil sie Angst hat, dass er da nicht mehr kommt. Und in dieser Gefahr, vom Kind geliebt werden zu wollen, unbewusst, ist jeder mehr oder weniger von uns. Das passiert auch Lehrern, auch Erziehern. Und wenn ich als Lehrerin geliebt werden will von meiner Klasse, kann ich natürlich nichts mehr abverlangen. Die nächste Veränderung, die dramatisch um sich greift, ist die Symbiose, ist mir begegnet so 2003. Ich habe 2 Jahre mindestens gebraucht, das herauszuarbeiten, worum es geht. Und die Symbiose kann man am besten auch erklären über gesellschaftliche Veränderungen. Wir leben jetzt mehr oder weniger seit der Jahrtausendwende in einer nicht mehr positiv zukunftsweisenden Gesellschaft. Das heißt, seit Jahren für uns, es wird schlimmer, es wird schlechter. Wir Menschen brauchen eine positive Perspektive, warum wir leben, wo wir im Leben hinwollen. Wenn diese Perspektive fehlt, fehlen uns auf einmal Anteile wie glücklich sein, zufrieden sein, sich auf was freuen zu können. Wenn man jetzt ein Kind hat, ist die Gefahr groß, dass man unbewusst die Anteile, die einem fehlen, quasi wie aus der kindlichen Psyche entnimmt und in die eigene Psyche integriert. Dann ist das Glück des Kindes mein Glück. Und damit fühlen diese Eltern fürs Kind, sie denken fürs Kind, sie gehen fürs Kind in die Schule. Eine Psycheverschmelzung. Im Rahmen dieser Verschmelzung, um das zu verbildlichen, hier zu verdeutlichen, reagieren die Eltern so, als wäre das Kind der eigene Arm. Erkennen kann man das an Folgendem. Meinen Arm kann ich grundsätzlich steuern, bestimmen, verändern, einen anderen Menschen nicht. Das heißt, sobald Eltern in eine Symbiose rutschen, setzen sie an, ihr Kind steuern, bestimmen, verändern zu wollen, was in Wirklichkeit nicht geht. Beispiel, ich weiß, das ist das Schwierigste im gesamten Vortrag, weil ich kein anderes Beispiel gefunden habe, hebt das Papier auf. Und das Kind würde es nicht machen, was jedes Kind mal nicht tut. Wenn man keine Symbiose lebt, keine, würde man das Verhalten des anderen Menschen zu mir beurteilen. Und das Verhalten wäre ein freches. Kinder sind auch mal frech, aber auf ein freches Verhalten habe ich keine Lust. Und das wäre der Grund zu sagen, es links liegen zu lassen oder aufs Zimmer zu schicken und das Papier hebe ich auf. So, in einer Symbiose ist das aber jetzt quasi mein Arm, der das nicht tut. Also ist das Bestreben der Eltern, erreichen zu wollen, dass das Kind das Papier jetzt aufhebt. Und daraus kommt dann auch die Reaktion, dann reden die Eltern, dann regen sie sich auf, dann drohen sie an, dann strafen sie ab. Und wenn dann das Kind, der Arm, das Papier aufgehoben hat, sind sie zufrieden. Damit rutschen diese Eltern in einen sehr gefährlichen Kreislauf. Sie gehen dauernd in Machtkämpfe rein, die man nicht gewinnen kann. Ich kann nicht erreichen, dass ein anderer Mensch ein Papier aufhebt. Druck, den sie empfinden, ist für das Kind wie Zuwendung. Sie provozieren den Trotz und das Kind nimmt sie nicht für voll. Das ist quasi die Politesse, die jetzt will, dass ich richtig parke. Je mehr die das jetzt will, desto mehr beweise ich dir, dass ich so parke, wie ich das will. Und wenn sich aufregt, macht sich lächerlich. In diesen Kreislauf geraten die Eltern rein. Und dadurch wird der Umgang bei erziehenden Eltern mit dem Kind immer rigider, immer strafender, weil sie immer was wollen, was gar nicht geht. Der Druck in den Familien enorm steigt. Das zweite ist, die Impulse meines Armes kann ich nicht in Frage stellen. Wenn der juckt, muss ich mich kratzen, wenn er schmerzt, muss ich ihn halten. Das heißt, Eltern, die in einer Symbiose sind, können die Äußerungen des Kindes und die Verhaltensweisen des Kindes nicht mehr kritisch hinterfragen. Das Kind sagt, ich habe Bauchschmerzen, hat es Bauchschmerzen, ich habe Angst, hat es eine Angststörung, die Lehrerin hat mich angebrüllt, sind die Eltern in Gefahr, 1:1 gegen die Lehrerin vorzugehen. Der dritte Punkt, Sie können meinen Bewegungsablauf 100-mal besser beurteilen als ich. Ich sehe mich ja gar nicht. Das heißt, Eltern, die in einer Symbiose sind, sind im Allgemeinen blind. Die können durchaus bei anderen die Probleme sehen, aber nicht, dass sie
selbst die gleichen Probleme haben. Und der vierte Punkt erklärt jetzt die daraus resultierende Störung. Wenn mich jemand anspricht, entscheide ich, ob, wann und wie ich mich zuwende. Das ist meine Entscheidung. Hingegen, wenn ich mich stoße, kommt es zu einer reflexartigen Reaktion, die ich nicht beeinflussen kann. Das heißt, sobald Eltern in eine Symbiose rutschen, reagieren sie auf ihr Kind bezogen reflexartig. Mama ja, Mama ja, Mama ja. Somit verhält sich diese Mutter oder Vater aus der Sicht des Kindes wie ein Gegenstand, den man immer steuern kann. Und das ist der Grund, warum die alle bei 10 bis 16 Monate stehen bleiben. Denn in diesem Alter würde man ja normal zwischen Mensch und Gegenstand unterscheiden. Also als Beispiel bei mir im Raum, ein kleines Kind, das würde alles ertasten, würde vielleicht auf den Tisch klopfen, auf den Oberschenkel der Mutter, macht die Erfahrung hart und kalt, weich und warm. Wenn man keine Symbiose lebt, würde es in einem solchen Gespräch einen stören, beklopft zu werden, egal von wem. Und man würde einfach das Kind liebevoll zur Seite nehmen. So haben alle Eltern bis 2003 in meinem Raum reagiert. Wenn aber Eltern in einer Symbiose sind, nehmen sie es nicht mehr wahr als Fremdreiz, sondern als Eigenreiz. Also bildlich gesprochen beklopfen die sich selbst. Und daher nehmen sie es nicht wahr, daher reagieren sie nicht oder nicht angemessen. 10 bis 16 Lebensmonate heißt, die sind alle gleich in der Reaktion, die drehen sich nur um sich. Im Lustbereich sehen sie die wahre Intelligenz, in der Anforderung meiden die. Die haben alle trotz Erziehung kein Unrechtsbewusstsein. Sie sind nicht in der Lage, in Konflikten Zusammenhänge zu erkennen, können deshalb auch nicht aus Konflikten lernen. Die haben keine Empathie, kann sein, muss nicht sein, dass sie andere ärgern, finden das witzig oder machen sich dauernd zum Opfer. Und die erkennen Strukturen und Abläufe nicht. Also ich sitze in einem Unterricht, verhalte ich mich anders als in der Pause, die sind eher auf Pause eingestellt. Das heißt, wenn ich Ihnen das verbildliche, haben Sie im Ergebnis einen Computer, auch einen guten Computer, mit Windows 95 laufen. Und deshalb funktionieren die Programme nicht. Da können Sie in den Programmen rumfummeln, wie Sie wollen, da ist gar nicht der Fehler. Solange diese Kinder rumlaufen mit dem Weltbild eines kleinen Kindes, ich kann alles und jeden steuern und bestimmen, resultieren daraus alle Probleme, die zeigen. Nachreifung wäre in einem Jahr, anderthalb Jahren möglich, ich zeige Ihnen das gleich auf. Diese Kinder erkennen Sie daran, dass Sie grundsätzlich Aufträge doppelt und dreifach geben müssen. Häusliche Situation, wir reden über Kinder ab 5, deck bitte den Tisch. Der Freche sagt dann, nee, mache ich nicht, zwingt Sie einen Auftrag doppelt zu geben. Der Zweite wirkt dann so, als könne er einfache Aufträge nicht verstehen. Der fragt immer nach, die Messer auch oder deckt die Tassen nicht. Und der Dritte, der würde ungefragt den Tisch decken, damit sie laufend sagen, Dankeschön. Das heißt, hierhinter steht nie eine Verweigerung, sondern die Bestätigung des eigenen Weltbildes. 10 bis 16 Monate bei mir im Raum. Das Kind würde an alles drangehen, nicht weil es sich für die Dinge interessiert, sondern weil es darüber sein Weltbild bestätigen will, uns steuern zu können. Und je mehr das Kind merkt, dass ich nicht will, dass es an die Pflanze geht, desto mehr geht es an die Pflanze. Wenn ich auf den zugehe, schaue ihn dabei an, geht er provokativ grinsend an die Pflanze. Und kurz bevor ich ihn habe, läuft er um den Tisch und findet es witzig, dass ich ihn nicht kriege. Auf dem Niveau sind wir, was auch erklärt, warum verhaltenspädagogische Maßnahmen hier nicht wirken können. 2008 kommt es zu weiteren Veränderungen aus meiner Beobachtung. Seitdem erlebe ich die Erwachsenen zunehmend getrieben. Ich führe das auf Folgendes zurück. Wir haben seitdem eine Digitalisierung der Nachrichten. Das heißt, wir empfangen heute Nachrichten psychisch so, als wären wir dabei. Nehmen Sie als Beispiel den tragischen Flugzeugabsturz. Wir hätten früher erfahren, dass ein Flugzeug abgestürzt. Wir müssen untersuchen, ob menschliches oder technisches Versagen, hätten nach Wochen erfahren, menschliches Versagen. Heute,
Wir sind auf dem Hinflug dabei, wie das Flugzeug absenkt. Auf dem Rückflug, wie der Kapitän nicht mehr ins Cockpit reinkommt. Bis zur letzten Sekunde. Im Cockpit, im Passagierraum, was die Geräusche anbelangt. Wir erfahren, wie der Mann groß geworden ist, war übrigens ein Netter, war auch im Sportverein und bei welchen Ärzten er war. Meine Damen und Herren, das ist Wahnsinn. Und jetzt passiert Folgendes von unserer Psyche her. Unsere Psyche ist so angelegt, wenn wir eine Negativnachricht bekommen, dass sie überprüft wird, betrifft die mich nicht. Wenn sie mich betrifft, was kann ich tun? Wenn Sie aber 10 Meldungen gleichzeitig reinbekommen, funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr und der Mensch gerät in den Zustand der diffusen Angst. Und so sind viele Menschen heute drauf, quasi angstgetrieben. Ja, alles muss sofort sein und schnell sein und haben Scheuklappen auf. Die letzte Veränderung, jetzt auch veröffentlicht mit dem Buch, das gerade rausgekommen ist, Mythos Überforderung. Wir sind überfordert, Mythos bezieht sich auf was anderes, erkläre ich Ihnen gleich. Führe ich zurück auf die Smartphones. Das heißt, wir haben ja jetzt immer wieder den gleichen Zustand, egal wo wir uns aufhalten, Meldungen auf allen möglichen Kanälen. Nehmen Sie als Beispiel nur den Urlaub. Wenn man früher in Urlaub gefahren ist, 1990, war man weg. Wenn man telefonieren wollte, musste man zur Telefonzelle. Dann kam das Handy schon immer erreichbar. Und jetzt mit dem Smartphone brauchen Sie gar nicht mehr in Urlaub zu fahren, denn egal wo Sie sind, ist der Zustand gleich. Was passiert? Wir empfangen dadurch viel zu viel Meldungen. Unser Gehirn kann nur eine bestimmte Menge an Meldungen aufnehmen. Wir müssen viel zu viele Entscheidungen treffen. Auch das Gehirn kann nur eine bestimmte Menge an Entscheidungen treffen. Und was passiert jetzt? Unsere Psyche hat 3 Schwachpunkte. Erstens, sie kann sich selbst nicht beurteilen. Deshalb gibt es Menschen, die Depressionen entwickeln und es selbst nicht zuordnen können. Die Psyche kann nicht feststellen, was ihr gut tut und nicht gut tut. Und der dritte entscheidende Punkt, Psyche tut nicht weh. Das heißt, wir laufen mittlerweile mit unserer Psyche Marathon und kriegen das gar nicht mit. Würden wir das mit dem Körper machen, das würden Schmerzen verhindern. Was passiert? Der Mensch gerät in einen Zustand, als würden Sie an einem Adventssamstag in die volle Stadt gehen und Weihnachtseinkäufe tätigen. Ich gebe Ihnen 5 bis 10 Minuten und Sie sind nicht mehr Sie selbst, sondern Sie sind nur noch bestimmt durch Reize. Das heißt, es kommt zu einer punktuellen Regression. Man fällt zurück, quasi wie ein Kind, ein Jugendlicher, der nur noch fremdbestimmt wird. Klar, wenn Sie aus der Stadt rauskommen und sich erholt haben, sind Sie wieder Sie selbst. Also eine punktuelle Regression. Und durch diese Flut an Meldungen und auch die hohe Anforderung an Entscheidungen geraten immer mehr Menschen in diesen Zustand und können daher nicht mehr über sich und ihre Erwachsenenfunktionen verfügen. Erwachsenenfunktion heißt, ich habe eine Meinung, ich habe ein Standing. Ich übernehme Verantwortung für mich, ich übernehme Verantwortung für andere. Ich sehe bei Problemen das Wesentliche und gehe das Wesentliche an. Ich treffe Entscheidungen, die anderen nicht passen. Ich erlebe mich abgegrenzt zu anderen und weiß, dass andere auch eine andere Meinung haben, einen anderen Geschmack haben und kann das achten. Und ich bin auch vernunftsorientiert denkend auch in die Zukunft rein. Und wenn man unter diesem Aspekt eben Dinge sieht in unserem Land, dann würde ich sagen, da fehlt ja eine Regierung, wo ich den Eindruck habe, mir eher ein Taktieren als ein Handeln. Auch in einer Stadt Bonn mehrfach vom Sicherungshaushalt gewesen, wo keine Entscheidungen getroffen werden, abdelegiert werden an Gutachter. Wenn Sie sehen, wir sind technisch gesehen mit das beste Land der Welt, sind noch nicht mehr in der Lage, einen Flughafen zu bauen. Das wäre früher das Prestigeobjekt gewesen. Wir zeigen, wie man es macht. Heute arbeiten die gegeneinander. Oder nehmen Sie die Streiks, da geht es mir nicht um Inhalt, sondern die Streikführung. Ja, ich lasse die Lok stehen oder die Flugzeuge, ist mir egal, was mit der Firma ist und auch mit den Menschen, die betroffen sind. Es sind ja immerhin darüber Firmen pleite gegangen. Man könnte das noch fortsetzen, auch immer mehr Lehrer, die nicht mehr in der Position sind, nicht mehr das Wahre sehen, worum es geht, Eltern genauso, ja, die nicht mehr in dieser Position sind. Das führe ich auf diese punktuelle Regression zurück. So, meine Damen und Herren, das war meine Analyse. Nochmal kurz skizziert, eine Belastung unserer Psyche mit der digitalen Revolution.
die unbewusst, es geht hier um unbewusste Dinge, die keiner von uns will, dazu geführt haben, dass wir uns erstmal entlastet haben. Wir haben in meinen Augen sehr klar und scharf formuliert, die Kindheit abgeschafft. Damit haben wir eine Aufgabe weniger. Das heißt, Kindheit bedeutet, dass man, das ist die einzige Phase im Leben, in der ich keine Verantwortung trage. Und wir geben den Kindern die volle Verantwortung, die müssen schon im Kindergarten entscheiden, in der Grundschule entscheiden und. Eine unbewusste Abschaffung der Kindheit. Nächste Entwicklung, Ende der 90er, Strukturen haben sich immer mehr aufgelöst. Anerkennung fehlt, Orientierung fehlt, Sicherheit fehlt. Jetzt die Gefahr, dass das Kind das ersetzen muss und damit die Machtumkehr. Das Kind frage ich immer, was es will und ich will vom Kind geliebt werden. 2003, eine Gesellschaft, die nicht mehr positiv zukunftsweisend ist. Man könnte ja auch hingehen und sagen, wir haben über unseren Verhältnissen gelebt, wir müssen jetzt 10 Jahre sparen und dann geht es uns besser. Hätte ich schon wieder Perspektive, aber wir haben hier keine Perspektive drin und damit die Gefahr, dass Eltern in eine Symbiose rutschen, dass Glück des Kindes ihr Glück ist. 2008, die Digitalisierung der Nachrichten, damit immer live dabei, die Gefahr, dass man in den Zustand der diffusen Angst gerät, erkennt man daran, morgens wird man wach, dann rattert schon der Kopf, muss daran denken, daran denken, daran denken. Man ist in der einen Situation gedanklich schon in der nächsten Situation. Mittwochs macht man sich Gedanken, wie man samstags den freien Tag anfängt, Sauna, Joggen, sonst wie immer in Bewegung. Und dann eben die punktuelle Regression in den letzten Jahren zunehmend. Und damit Erwachsene, die nicht mehr über sich verfügen, nicht mehr Kapitän sind. So, meine Damen und Herren, nach dieser Analyse jetzt die Therapie. Geht es natürlich darum, was können wir tun und was müssen wir tun? Erstmal geht es um uns und noch gar nicht um die Kinder, noch gar nicht um die Auszubildenden. Das heißt, wenn man diese Mechanismen versteht, dann wäre als ein Punkt erstmal der, dass ich mir wünschen würde, dass wir den Sonntag einführen. Wir haben den Sonntag früher eingeführt, jetzt unabhängig aus religiösen Gründen, weil man nicht 7 Tage auf dem Acker stehen kann. Wir stehen aber jetzt 7 Tage mit der Psyche auf dem Acker. Und wenn man einen Tag multimedial frei wäre, dann könnte sich das Gehirn regenerieren. Aber was machen wir? Am Wochenende dann möglichst noch Urlaubsfahrten buchen. Das ist absolutes Marathon. Also das wäre schon mal eine wichtige Sache. Das Zweite ist aber, wir leben in einer Zeit, in der es nicht mehr möglich ist, dass wir ohne etwas zu tun über uns verfügen können. Also wie komme ich wieder dahin, dass ich Kapitän über mich bin, dass ich über meine Erwachsenenfunktionen verfügen kann, dass ich wieder ein freier Mensch bin. Denn wenn ich das nicht bin, wenn ich immer wie im Adventssamstag in der Stadt bin, dann bin ich fremdbestimmt. Und deshalb sagen die Leute auch, ich muss arbeiten gehen, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, Fremdbestimmung. Und dann holt man sich neue Apps obendrauf, die einem sagen, muss trinken, muss essen, geh aus der Sonne, sonst holst du dir einen Sonnenbrand. Und ich frage immer, ich brauche Ratgeber, ich frage für alles immer, Mama und Papa, wie macht man es denn richtig? Also, das würde nur gelingen, wenn Sie bereit wären, sich mit sich auseinanderzusetzen. Ich stelle Ihnen ein Experiment dar. Das ist das Schwierigste, was ich in 30 Jahren entwickelt habe. Wenn Sie das machen, garantiere ich Ihnen, sind Sie wieder Kapitän über sich. Sie müssten sich einlassen auf einen längeren Waldspaziergang. Sie müssen alleine sein, selbstverständlich. Handy abgeschaltet, nicht joggen, nicht Fahrrad fahren, keinen Hund mitnehmen. Sie müssen nicht tief in einen Wald gehen, Sie können sich auch im Kreis drehen, Sie können auch Leuten begegnen, nur bitte nicht Freunden und Bekannten. Sie sollten eine Kleinigkeit zu essen und zu trinken mitnehmen, dass Sie nicht auf Hunger laufen, Sie sollten nicht bei Regen gehen, Sie sollten den Weg kennen und danach noch Zeit haben, Kaffee zu trinken. Und jetzt kommt der Hammer. Der Hammer ist leider der, Sie brauchen beim ersten Mal 4 bis 5 Stunden. Und das ist nicht vorstellbar, wenn man im Zustand des Katastrophenmodus ist, im Zustand der diffusen Angst. 4 bis 5 Stunden bin ich mit mir alleine. Ich muss mich aushalten, das hält man nämlich gar nicht mehr. Ich bin auf mich geworfen, ich habe Wände, ein Dach über mir und ich bin völlig unproduktiv. Sie werden Folgendes erleben. Kaum sind Sie im Wald drin, ein enormer Druck, 1000 Gedanken. Gehen Sie weiter.
Es ist nicht vorstellbar, ich garantiere Ihnen, nach 2 bis 3 Stunden von jetzt auf gleich sind Sie in einer anderen Verfassung. Sie sind wieder Sie selbst. Sie sind entspannt, merken erstmal, wie angespannt Sie waren. Sie haben keine Gedanken mehr, der Druck ist alles weg. Sie sind nicht mehr im Tunnelblick, sondern nehmen den Wald insgesamt wahr und haben Glücksgefühle. Wenn Sie dann weitergehen, passiert Folgendes. Probleme, die Sie vorher hatten, haben Sie nicht mehr. Probleme, die Sie real haben, zu denen gewinnen Sie eine Distanz und kommen zu ganz anderen Lösungsschritten. Und für Eltern, die in einer Symbiose sind, was man daran erkennt, dass man immer armmäßig denkt, wie kann ich erreichen, dass mein Kind sich ändert, müsste man jetzt mal, wenn man in sich ruht, sich anschauen, was hier läuft. Ich habe mein Kind erzogen, alles für mein Kind getan und dieses Kind meint, es könnte zu mir respektlos sein. Ja, ich sage Deck in den Tisch, und obwohl er es schon 1000 Mal gemacht hat, dann fragt er die Messer auch. Und dann sehe ich dieses Kind an als einen Menschen, der meint, so mit mir umgehen zu können, Symbiose gelöst. Das heißt, wenn Sie die Eltern filmen würden vor dem Waldspaziergang und danach sagen, sie ist nicht derselbe Mensch, doch, sie sind im anderen System, haben gewechselt von arm, was kann ich tun, dass mein Kind sich ändert, auf das System Mensch, was habe ich für einen Menschen vor mir. Allerdings, wenn man in der Symbiose ist, müsste man nochmal 4-mal hinterher spazieren gehen. Folgespaziergänge brauchen aber nur so 2 bis 3 Stunden, eine Woche dazwischen lassen. Und wenn Sie erlebt haben, wie Sie wieder Sie selbst sind, ab dann gehen Sie freiwillig. Man müsste heute alle 14 Tage etwas tun, um zu sich zu kommen. Ich bin Waldgänger, ich gehe alle 14 Tage mindestens 1 bis 2 Stunden durch den Wald, bleibe ich clean. Gehe ich 4 Wochen nicht, was ich nicht mehr machen werde, ginge ich 4 Wochen nicht, fängt die Unruhe an. Nach 8 Wochen bin ich in dem Katastrophenmodus drin. Das heißt, das, was wir früher nicht machen mussten vor 2003 oder 2000, müssen wir heute machen. Und ob Sie in eine Kirche sich setzen, ob Sie in den Wald gehen, ob Sie Yoga machen, muss jeder für sich rausfinden. Wenn ich aber nicht spätestens alle 14 Tage etwas tue, um zu mir zu kommen, bin ich nicht mehr Kapitän meiner selbst, bin ich nicht mehr erwachsen und erwachsenmäßig denken und handelnd. Und wenn Sie das tun, sind Sie wieder ein freier Mensch. Und dann können Sie auch entscheiden, brauche ich überhaupt das Handy heute, nehme ich es überhaupt mit, mache ich es überhaupt an, wann nehme ich meine Mails rein, weil ich das ja selbst bestimme. Wenn Sie im Zustand eben des Adventssamstages sind, bestimmen Sie das nicht mehr, sondern die Maschine bestimmt Sie. Da sind natürlich auch Firmen aufgerufen, vieles für die Mitarbeiter zu tun. Ich habe vor einiger Zeit ein Auto bestellt, da bekomme ich dann die Festnetznummer, die Handynummer, die E-Mail und auch noch die Nummer der Zentrale. Also ich kann den Verkäufer von jeder Seite her erreichen. Das ist Wahnsinn, die Mitarbeiter müssten geschützt werden. Ich würde mir auch wünschen, dass es eine feste Zeitung gibt, der Erreichbarkeit zum Beispiel, und dass wir eine E-Mail-Zentrale haben, wie früher die Postzentrale, wo Mitarbeiter nur die Aufgabe haben, Mails auszusortieren nach Wichtigkeit und zuzuordnen, sodass nicht der einzelne Mitarbeiter sich mit allem Möglichen befassen muss. Es gibt da sicher viele Ideen, die man machen kann, aber wir müssen hier was tun, wir müssen den Input reduzieren, nur dann geraten wir nicht in diesen Zustand rein. So, jetzt geht es aber um die Frage und auch des heutigen Tages, und mich freut, dass Sie sich diesem Thema so annehmen. Was ist mit den Kindern und Jugendlichen los? Was ist mit den Auszubildenden los? Natürlich sind nicht alle betroffen. Es entwickeln sich nach wie vor Kinder und Jugendliche recht gut. Ich bin natürlich als Kinderpsychiater befasst mit denen, wo das nicht der Fall ist, und diese Gruppe wird immer größer. Das heißt, wenn ich darstelle, Sie erkennen ja die Kinder daran, dass sie Aufträge doppelt und dreifach geben müssen. Und sie sind Lehrer und sie stehen vor einer Klasse und geben den Schülern Aufträge. Zum Beispiel holt das Deutschbuch raus, würde ein grundschulreifes Kind das Deutschbuch rausholen. Erkennt, ich bin in der Schule, das ist die Lehrerin, klar hole ich das Buch raus. Und Sie haben hier eine immer größer werdende Gruppe von Kindern, die sitzt da wie verpennt, verpeilt. Und wenn Sie sagen, Sascha, Timmy, du auch, holen Sie das Deutschbuch raus, aber haben die Lehrerin gesteuert? Und die andere Gruppe steht auf, läuft rum, diskutiert, sollen wir besser Mathe machen. Und wenn Sie 5-mal gesagt haben, ihr holt das Deutschbuch raus, holen Sie es raus, aber meine Damen und Herren, das sind die Kinder, von denen ich rede. Diese Kinder sind alle nicht krank, diese Kinder sind nur nicht entwickelt und wir könnten sie alle innerhalb von 1,5 Jahren auf den Entwicklungsstand ihres Alters bringen.
Die Frage ist, wo liegen die Störfelder? Es gibt zwei Störfelder. Das eine ist, was brauchen Kinder, Eltern, die in sich ruhen? Die Ruhe der Mutter überträgt sich aufs Kind und umgekehrt. Immer mehr Eltern sind im Katastrophenmodus, also überträgt sich dauernd die Spannung. Und deshalb bildet sich die Basis der emotionalen Psyche nicht mehr. Also ist die Frage, wie bildet die sich? Und das zweite ist, die Eltern in der Symbiose reagieren reflexartig. Also die Frage, wie muss ich mich verhalten, dass die Kinder mich als Mensch erkennen? Und das kann man auch auf Auszubildende übertragen, das mache ich aber gleich nochmal explizit. Das heißt, die emotionale soziale Psyche bildet sich nur an mir. Also egal wie, wenn Sie auch einen Jugendlichen haben, auch einen Auszubildenden haben, der nicht auf dem Entwicklungsstand seines Alters ist, das sehen Sie daran, dass er Sachen gar nicht erkennt. Der verhält sich im Betrieb wie zu Hause, der erkennt auch gar nicht, warum das wichtig wäre, pünktlich zu sein, erkennt Strukturen und Abläufe nicht. Sie können den nur entwickeln, personenzentriert. Also sagen wir mal bildlich gesprochen, beim kleinen Kind, ich nehme an die Hand. Aber es geht nur auf mich bezogen. Sonst bilden Sie keine emotionale soziale Psyche. Und dann stellt sich die Frage, wie bildet sich die Basis der Psyche? Über drei Grundhaltungen. Erstens Ruhe. Das heißt, ich kann nur Psyche bilden, wenn keine Spannung da ist. Das heißt, und kein Druck. Kinder unter 8 Jahren reagieren auf Druck kontraproduktiv. Sobald sie Druck haben, sobald sie Druck machen, machen die dicht oder flippen. Und von daher muss der Druck raus. Das zweite ist, denken Sie an meine Straße. Je kleiner Kinder sind, desto diffuser ist das Gehirn. Das heißt, diese Kinder, Jugendlichen brauchen mehr klare Abläufe. Gibt Halt und Sicherheit. Ich springe auf den Betrieb, ich würde mir wünschen im Betrieb ganz klare Regeln, die immer wieder deutlich gemacht werden. Zum Beispiel auch eine Arbeitskleidung, dass der Jugendliche überhaupt merkt, ich bin jetzt im Betrieb. Ja, und das ist was anderes als in der Freizeit. Sie werden da viele Ideen haben, aber je klarer die Abläufe sind, desto sicherer fühlt sich dieses Kind oder dieser Jugendliche. Deshalb brauche ich auch in den Schulen ritualisierte Abläufe, mehr denn je. Und der entscheidende Punkt, wie sich Psyche bildet, ist der, ich begleite das Kind oder den Jugendlichen in Abläufen und leite ihn an. Jetzt machst du das. Jetzt machst du das, jetzt machst du das. Warum? Psyche sitzt im Gehirn, besteht aus Nervenzellen. Nervenzellen können nur 2 Dinge, kenne ich nicht. Duales System. Und die brauchen ein Futter, damit sie sich an der Basis vernetzen. Und das Futter ist eine 1, eine 2, eine 3, eine 4. Wir können nur Mathematik, weil wir wissen, nach der 2 kommt die 3, nach der 3 kommt die 4. Das heißt, wenn ich jetzt häusliche Situation nehme, ein kleines Kind anleite, geht es nicht darum, beim Anziehen geht es nicht darum, ihm beizubringen, sich anzuziehen, sondern ich bilde Psyche. Und das ist völlig egal, ob Sie jetzt die Hausaufgaben nehmen, hol mal deinen Schulranzen, setz dich mal hin, komm, setz dich mal gerade hin, jetzt hol mal das Deutschbuch raus, das Deutschheft raus, ob ich beim Einkaufen begleite, hol mal den Einkaufskorb, zieh mal Jacke und Schuhe an und so weiter. Oder in einem Betrieb, und das sind die Betriebe eben genial für geeignet. Deshalb sehe ich ja so viele Jugendliche, die da noch eine Chance haben. Es ist völlig egal, ob ich jetzt Dinge des Betriebes da beibringe, Geflogenheiten, wie man miteinander umgeht, oder Abläufe, oder an der Werkbank was mache. Ich könnte auch rein theoretisch an die Kletterwand gehen. Es geht immer um dasselbe, auf mich bezogen, anleiten und begleiten. Da können Sie zugucken, wie sich Psyche bildet. Das heißt, durch diese Maßnahme würden die in der Pyramide steigen und je weiter Sie in der Pyramide sind, desto mehr nehmen Sie wahr, desto anders verhalten Sie sich. Und das andere ist, wie kann ich erreichen, dass die unterscheiden können zwischen Mensch und Gegenstand. Ich gewöhne mir an, dass ich innerlich, wenn ich angesprochen werde, verzögere, sagen wir mal bis 4 zähle, bevor ich reagiere. Danach können Sie reagieren, wie Sie wollen. Das heißt, die kennen ja im Symbiosesystem nur Mama ja, Mama ja, Mama ja und jetzt kommt Lehrer oder Ausbilder, nichts. Das heißt, die begreifen nichts. Psyche bildet sich nur durch Erleben. Sie erleben was Neues wie einen neuen Buchstaben. Und so würden Sie mit der Zeit unterscheiden zwischen Mensch und Gegenstand. Und das andere ist, Sie müssen sehen, das sind ja Kleinkinder, die abgetaucht sind. Und von daher muss ich die immer erstmal ansprechen. Sascha. Warten,
bis ich registriert wurde durch Körperspannung oder Blickkontakt, bevor ich im Nebensatz sage, worum es geht, was ich möchte. Komm mal her, komm mal mit, heb mal auf, räum mal weg. Sie werden dann auch sehen, dass sie zu 98% ausführen. Und das ist letztendlich, wenn ich sage, Sascha, setz dich gerade hin, da geht es nicht darum, ihn zu erziehen, sondern ich sage, Sascha, der Vorhang geht auf oder ist ein Mensch und dann geht der Vorhang wieder zu und diese Vorhang-Auf-Nummer würde ich 100 Mal am Tag vielleicht brauchen. Und würde man jetzt, was die Gesellschaft insgesamt anbelangt, wäre mein Wunsch, eine Vorschulklasse einzuführen, das kann auch die erste Klasse sein, wo man ein Jahr lang unter diesem Konzept mit den Kindern arbeitet, das können Erzieher sein, können Lehrer sein, die Kinder sind heute überwiegend ganztägig untergebracht, dann hätten wir eine Chance, die Kinder so gut wie alle auf den Stand Grundschule zu bringen, dann haben sie auch eine Grundschulreife und dann nehmen sie auch die Bildung auf, das heißt, der Grundsatz ist erst Entwicklung, dann Bildung, ansonsten geht die Bildung an ihnen vorbei. Und wenn wir jetzt die Jugendlichen nehmen und sie würden 3 Monate am Anfang der Ausbildungszeit investieren, auch kleinere Gruppen, von mir aus 8 oder so, vielleicht auch 10, und personenzentriert arbeiten und die über den Tag anleiten, verzögern und ansprechen, wird ein relativ hoher Prozentsatz der Jugendlichen noch arbeitsreif werden können. Und dann können sie in die Lehre übergehen. Deshalb brauchen wir möglicherweise diese Ideen auch als überbetriebliche. Aber meine Damen und Herren, nur über die Person. Das heißt, wenn wir auch jetzt da in eine Richtung gehen, die sollen das am Computer lernen und immer mehr aus der Person rausgehen, keine Chance, dass die ins Leben gehen. Es geht nur darüber. Ich zeige Ihnen abschließend ein sehr hoffnungsvolles Beispiel auf, dass Sie sehen, dass es funktioniert. Ich meine, ich erlebe das ja jeden Tag in der Praxis, stehe ja hier nicht als Theoretiker, dass das geht in 1 bis 1,5 Jahren. Ich zeige Ihnen jetzt Jugendliche auf. Das sind Jugendliche, die sich nicht mehr auf die Familie einlassen. Und die kann ich in der Familie nicht mehr retten. Und wenn diese Eltern 40.000 Euro haben, wer hat die schon? Dann schicke ich die nach England ins Internat. Und da können Sie die Uhr nachstellen, die sind nach 3 Monaten schon verändert, nach 6 Monaten aus der Störung raus. Warum? Nicht, weil das englische Internat streng ist, Sie können das nicht mit Strenge regeln. Nein, ich schaffe eine Sprachbarriere. Wenn der Engländer sagt, deck den Tisch, bevor der Deutsche übersetzt, ja, aber gleich, warum schon wieder ich, die Messe auch ist, der schon weiter. Das ist der entscheidende Faktor. Das heißt, das ist das, wo Sie bis 4 zählen. Das heißt, der Jugendliche hat in England keine Chance, sein Weltbild, ich kann alles und jeden steuern und bestimmen, sich zu bestätigen. Das ist der entscheidende Faktor. Ich habe in Hürth bei Köln einen Vortrag gehalten, das sind auch berufsbildende Schulen gewesen. Die haben nach dem Vortrag, ich war jetzt ein zweites Mal da, nach dem Vortrag verändert, in den technischen Berufen nur noch auf Englisch unterrichtet. Das muss genial sein, was da passiert ist. Bei den Maurern war das nicht möglich, da haben sie aber eingeführt, Beschwerden nur noch auf Englisch, seitdem gibt es keine mehr. Was habe ich in England noch? Ich habe Lehrer, die ganz personenzentriert arbeiten. Die werden nämlich bezahlt nach Lernergebnis, das heißt, sie sind hochinteressiert, dass ihre Schüler dabei sind, die gehen auch in der Pause hin, wer also nicht im Unterricht nicht mitgemacht hat, ist in der Pause dran. Die gehen zum Hockeyspielen und sagen, so wie du Hockey gespielt hast, bist du morgen in meinem Unterricht. Die haben ganz viel Anleitung der Schüler und ich habe nicht ein Einbettzimmer, sondern ein Vierbettzimmer, die müssen sich immer einstellen, ausrichten und ich habe ritualisierte Abläufe. Jede Stunde ist klar, was läuft. Meine Damen und Herren, das können Sie mit der Kamera aufnehmen, nach 3 Monaten ist dieser Jugendliche schon nicht mehr zu erkennen. Der hat auf einmal eine Körperspannung, die er vorher nicht hat. Der geht durch meine Räume wie durch fremde Räume, der sitzt mir ganz anders gegenüber. Wenn ich Fragen stelle zu England, kann er sich schon eindenken, dass ich dort nicht gewesen bin, bekomme Antworten, dass ich mir was drunter vorstellen kann und nach 6 Monaten ist die komplette Störung behoben. Die sind lernwillig, die haben eine Arbeitshaltung, die haben eine Gewissensinstanz, alle Funktionen sind da, bis hin, dass sie dann zukunftsorientiert schon denken können. Das heißt, hier auch nochmal sehr klar, unabhängig von dem, was ich jeden Tag in der Praxis erlebe, diese Kinder sind entwickelbar und der Hintergrund ist, wenn ich das berücksichtige, wie und das richtig mache, dann geht das relativ rasch. Daran sehen Sie, dass das ein Betriebssystemfehler ist und nicht ein Programmfehler. Sie könnten niemals in 6 Monaten eine Arbeitshaltung oder Gewissensinstanz
erzeugen. Das ist alles da, nur das Betriebssystem stimmt nicht. Das heißt, wir müssen nochmal zusammenfassend sehen, hinter diesen Jugendlichen und Auszubildenden, die zum Teil sehr unwillig wirken und mürrisch wirken und sonst wie, stehen entwicklungsmäßig jüngere Menschen. Denn ich kann nur Entwicklung erzeugen, wenn ich annehmend bin. Wenn ich das jeden Tag erlebe, dann habe ich auch keinen Bock mehr auf die. Und wenn ich das aber sehe, kann ich ganz anders mit ihnen umgehen. Und wenn sie dann eben sehen, dass sie die 3 Monate sehr eng binden und sehr viel anleiten, wenn sie es schaffen zu verzögern und anzusprechen, werden sie sehen, dass sie viele der Jugendlichen, die am Anfang gar nicht in der Lage waren, Dinge zu erkennen, wahrzunehmen und sich entsprechend zu verhalten, das auf einmal können. Dann könnten wir vielen noch eine Chance geben. Es gibt ja auch viele Ideen, dass man früh schon Schüler an Betriebe bindet. Sehr gute Ideen, habe ich sehr, sehr tolle Ergebnisse durchgesehen, weil sie einen anderen Blick bekommen. Außerdem gehen Ausbilder mit Kindern oder Jugendlichen ganz anders um. Auch die Lehrer gewinnen dadurch einen anderen Blick. Also es hat sehr vieles für sich, dass Schule und Betrieb mehr zusammenkommen. Aber langfristig gesehen müssen wir Einfluss darauf nehmen, dass wir in Kindergärten und Schulen die Konzepte verändern auf personenzentriertes Arbeiten, damit unsere Kinder auch in Zukunft eine Chance haben, sich zu entwickeln. Es wird aber nur gehen, wenn wir die digitale Revolution verkraften. Ich bin da sehr hoffnungsvoll, weil wenn der Mensch sich immer weiter überfordert, wird auch irgendwann gegensteuern und hoffe nur, auch jetzt mit dem Buch Mythos Überforderung einen Beitrag leisten zu können, dass wir früher darüber reden. Wir müssen reden über den Begriff Psychohygiene. Was machen wir mit unserer Psyche? Wie können wir unsere Psyche schützen und stärken? Das nennt man roborierende Maßnahmen. Wir machen uns Gedanken über Ökologie und Ernährung, wichtig. Aber Psyche ist der zentrale Faktor, um den es heute geht in der digitalen Zeit. Und wenn wir das berücksichtigen, dann sind wir wieder wir selbst und dann können wir auch den Kindern und Jugendlichen, auch den Auszubildenden, den Halt geben, den sie brauchen. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass sie noch nachreifen müssen, kann man das mit dem Wissen erreichen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für Ihr Zuhören.